Was geht ab, YouTube? Wir gucken uns ein neues Video von Pumping the Monkey, the Monkeys an. Tinder aus Frankfurt, gab's lange nicht mehr. Kommt gern auf meinen Twitch-Kanal, erster Link im Bio. Und kommt gern auf den Discord und kommt gern auf Pumping Monkey. Ich küsse also, euer Herz. Ich brauche gar nicht lange rumzuquatschen, ihr könnt schon sehen, Tinder-Aufstellung. Wir sind jetzt in Frankfurt. Ich glaube, dass es sehr, sehr wild wird heute. Ihr wisst, was zu tun ist. Wir gehen einmal unsere Ladies durch. Bitte schön, unsere Ladies. Wow, guckt sie euch an. Oh mein Gott. Und jetzt die Jungs, komm her. Wow, Alter. Jetzt ist geil, Alter. Oh mein Gott. Ey, diese Locken sind jetzt so modern, Bruder. Ich weiß nicht, Bruder. Jeder macht das, Bruder. Ja, jeder, Bruder. Jeder, Bruder. Auf meine Art, Ladies first, komm her. Stell dich mal vor. Also, ich bin Leila. Okay, Leila. Ich habe den Namen selber gegeben. Und als du auf die Welt kamst, oder was? Nein. Wie, du hast dir den Namen selbst gegeben? Also, eigentlich heiße ich was anderes, aber... Eigentlich heiße ich was anderes. Bruder, gib dir einen Oscar, Bruder. Hervorragend. Hervorragend. Eigentlich... heiß ich was anderes. Okay. Nice, Bruder. Aber ich nenne mich Leila. Du bist Brasilianerin? Ja. Woher kommst du? Aus Frankfurt, Bockenheim. Echt? Mhm. Wie alt bist du? 19. Okay. Leila, dann würde ich mal sagen, checkst du einmal Kasim Baba, aka Shah Rukh Khan, von oben bis unten ab. Check. So, Leila. Jetzt sag uns, würdest du Kasim Baba, a.k.a. Shah Rukh Khan daten? Ja, nein, begründe es. Ja? Ja? Ja, ich würde ihn daten. Gefällt er dir? Ja. Hey, wir haben ein Date, Applaus! Warte mal, warte doch, aber wir haben hier ein Date. Ja, danke schön. Danke. Ist der genau dein Typ? Ja, warum nicht? Ja? Der sieht doch gut aus. Also beschreiblich, optisch gefällt er dir. Perfekt. Ja, perfekt. Okay, dann hören wir uns die Meinung von drüben an. Sehr korrekt gemacht. So, ich brauche gar nicht zu sagen, dass du dich vorstellst, aber trotzdem gibt es den einen oder anderen. Evo, was geht ab, Leute? Kasim Baba, aka Shah Rukh Khan, ich küsse eure Herzen, ist wieder am Start. Wieder im Video. Ich bin auch da. Wir machen. Ja, ja. Okay. Kasim Baba. Ja. Check mal Leila von oben bis unten. Kasim Baba, ey, heute sind die Fliegen hier unterwegs. Okay, Kasim Baba, würdest du Leila daten? Ja, nein, begründe es. Bitte tu uns alle den Gefallen, mein Bruder. Bitte tu uns alle den Gefallen und sag, was wir denken, Cousin. Also, daten bei uns ist haram, auf jeden Fall. Sie ist mein Typ. Ja? Sie ist mein Typ. Sie ist dein Typ? Ja. Sie ist ein Typ oder sie ist dein Typ? Ich hab's gerade nicht verstanden. Er wird dich auch daten. Hey! Okay, also haben wir ein Jahr. Ja, normal. So, hi. Hi. Wie geht's? Gut, und dir? Stell dich mal vor. Also, ich heiße Iman, ich bin 17, ich bin Marokkanerin, ja. Okay, Iman, bist du aus Frankfurt? Nein, nein. Woher kommst du? Friedberg. Friedberg. Okay, die Frage erstmal so, ist okay, dass wir das veröffentlichen? Ja, ja, alles gut. Bruder, die wirkt ja richtig gezwungen, Bruder. Als ob jemand die bedroht hätte, Cousin. Wow. Also habe ich dein Einverständnis? Yeah. E-Man, ja, Sippo, es gibt viele Mädchen hier in Frankfurt, der ist ein E-Man. Gut, dann check mal den Jigo hier einmal von oben bis ab. Sprachen lernen, Bubble. Von oben bis unten. I've been really trying, baby. Dreddies, achtet mal auf seine Uhr, Bruder. Walla, ist es ein Gürtel oder ist... Warum ist sie so groß, Cousin? Seine Uhr geht einfach bis sein Knöchel hier vorne, Bruder. Was hat denn mit sein... Was da los, Cousin? Ist sein Gürtel, glaube ich, gell? Walla, die geht einfach mit... Cousin, das ist hart. Bra. So, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe es. Nein, der ist nicht mein Typ. Er ist nicht dein Typ? Der ist nicht hässlich, aber... Was gefällt dir nicht an ihm? Sein Aussehen. Oh, was heißt sein Aussehen? Was ist an seinem Aussehen schief? Alles. Also, das passt halt einfach nicht zu mir. Okay. Und was wäre dein Typ? So Marokkaner, bisschen heller. Marokkaner? Ja. Du bist Marokkanerin? Ja.
Okay. Gut, also haben wir ein Nein. Ich meine, er hat ja Locken. Der ist nicht hässlich, aber nicht mein Typ, der spricht mich halt nicht an. Gut, korrekt gemacht. Wir hören uns die Meinung von drüben an. Come on, man. Was geht ab, Jiggy? Gut, bei dir? Stell dich mal vor. So, ich heiße Norman und komme aus Bangladesch. Okay, Norman, der ein oder andere kennt dich ja. Du bist ja bekannt geworden mit dem Spruch, du bist Sonne, ich bin Sonne. Du bist Blume. Okay, Sonne, Blume, check sie mal ab. Hey, Ketchup Mayo. I've been really trying, baby. Bruder, ja, Mann. So, würdest du sie daten? Ja, nein, begründe es. Sie ist hübsch, kann man machen. Aber? Aber es gibt keine Gaba bei dem. Was gefällt dir an ihr? Alles gefällt. Alles? Ja. Dann machen wir das wie beim letzten Mal. Du nimmst das Mikrofon, wir sind alle nicht da und du sprichst sie an. Ja. Als würdest du sie klären. Mach. Okay. Nimm das Mikro. Ich hab ein bisschen Gefühl. Gibst du von dir ein bisschen Gefühl, dann machen wir extra Gefühl. Deine Gefühl. Was? Ich hab ein bisschen Gefühl. Gibst du von dir ein bisschen Gefühl und dann machen wir extra Gefühl. Stark. Ach so, ich hab nicht gesehen. Ach so, ja, okay. Nochmal zurück, nochmal zurück. Ist wie beim letzten Mal, du nimmst das Mikrofon, wir sind alle nicht da und du sprichst sie an. Ja, als würdest du sie klären. Mach. Okay. Nimm das Mikro. Ich hab ein bisschen Gefühl, gibst du von dir ein bisschen Gefühl, dann machen wir extra Gefühl. Deine Gefühl. Hast du es verstanden? Nein, bitte nochmal auf Deutsch. Bitte nochmal auf Deutsch. Ich habe ein bisschen Gefühl. Gibst du von dir ein bisschen Gefühl, dann machen wir ein extra Gefühl. Nein, gibt's kein Gefühl. Ich nehme das respektlich. Gefühl. Ich habe das mit respektlich genommen. Respektlich? Expecto Patrono. Okay, also? Also ja. Hat er dich damit überzeugt? Nein. Warum nicht? Ich habe dich nicht mal richtig verstanden. Du musst auf Deutsch reden. Auf Deutsch. Ich rede auf Deutsch, rede keine Französisch. Ja, anscheinend schon. Ich verstehe nicht, was du redest. Was habe ich gesagt? Ich habe ein bisschen Gefühle. Weißt du, Gefühle? Ich habe keine Gefühle. Bruder, was ist das für ein Ring, Bruder? Wala, der ist aus Herr der Ringe, Cousin. Was ist das für ein Ring, Cousin? Ich kenne diese Ringe nur aus so Zauberfilmen und so. Das Ritual um den Ring und so. Was ist das denn, Bruder? Ja, wer trägt sowas, Bruder? Das ist Thanos, sein Ring, Cousin. Wer trägt sowas, Cousin? Gefühle. Ja, wenn du keine Gefühle hast, komm zu mir, ich gebe dir Gefühle. Ich will nicht zu dir kommen, also... Okay, du willst nicht bei mir kommen, Gefühle, ja? Was habe ich gesagt? Ich habe ein bisschen Gefühle, du hast ein bisschen... Ich hab's verstanden, brauchst dich nicht zu wiederholen. Okay, warum? Also? Also, ja, wie... Wo ist dein Handy? Gut. Wo ist dein Handy? Wir haben auf jeden Fall ein Ja oder Nein? Ich bleib mit Ja. Mit Ja, sehr Stress, korrekt. Du Stress. Ich bleib bei Nein. Wir haben einmal ein Ja, einmal ein Nein. Gehen wir weiter. Stell dich mal vor. Ich bin Larissa und bin 18. Larissa? Ja. Ist für dich auch okay, dass wir das veröffentlichen? Ja. Sicher? Ja. Okay. Larissa, check ihn mal ab von oben bis unten. I've been really trying. Boah, die Jacke wollte ich mir unbedingt gönnen. Das ist eine Jacke von Stone Island. Die gibt's bei H&M. Du kannst dir die theoretisch holen und dann einfach musst du Internetcafé gehen. Dann druckst du dir dieses Patch aus und dann nimmst du ein Bügeleisen, Bruder. Okay, ich muss chillen, der Arme, Bruder. Da, check ihn mal ab von oben bis unten. I've been really trying, baby. Sieht einfach aus wie Kompass gesagt. Larissa, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründet. Nein. Bruh. Nein? Gar nicht mein Typ. Gar nicht dein Typ? Gar nicht. Warum nicht? Ich stehe auf was... Also aufs, ich stehe auf... Du bist gar nicht ihr Typ. Ich stehe... Woher weißt du das? Ich stehe so auf... Süd... Vor. Auf so Südländer. Südländer? Er ist doch südländisch. Also... Ich wollte gerade sagen, Bruder. Sieht doch nicht aus wie ein Schwede, der Bruder. Der aber Marokkaner so. Marokkaner? Ja. Was haben die alle mit ihrem Marokkaner, Alter? Der Bruder ist Frankfurter. Da gibt's nur Marokks. Marokkaner sind geil, hä? Da haben wir Marokkaner? Hey, sind wir einer? Guck mal, der ist ein Marokkaner. Du stehst auf Marokkaner. Ja. Ballonkenseiten auf Null. Nein, nicht so, aber so generell Marokkaner einfach. Okay. Also nein. Nein. Gut, hören wir uns die Meinung von drüben an. Stell dich mal vor. Ich heiße Shabir, ich komme aus Afghanistan. Ja. Okay. Ja. Fertig. Check sie mal ab von oben bis unten. Der ist süß.
Jamil, würdest du sie daten? Ja, nein, begründe es. Shabir, Shabir. Shabir? Ja, Shabir. Shabir, würdest du sie daten? Ja, nein, begründe es. Nein, weil das ist haram. Ganz haram. Haram? Ganz haram. Wie meinst du das? Ich meine, ihre Lippe und so und Augen so. Ihr Lippe ist haram? Krank. Ihr Auge ist auch haram, auch? Was hast du gesagt? Ich habe eine schiefe Nase. Ja. Ja, okay, und jetzt, hä? Ja, nein. Nein, warum? Weil. Was hast du gesagt? Schmuck! Weil er wie. Sie sieht aus wie ein Scheitan. Schmuck! Guck dich mal an! Guck dich erst an, dann reden wir weiter. Wie bitte? Guck dich erst an, dann reden wir weiter. Ja, ich bin Junge, ja, du bist Mädchen, ja. Hä? Was? Oh mein Gott, Junge, du sollst dich erstmal angucken. Guck mal, wie du aussiehst. Du hast ja einfach geguckt in den Spiegel. Mach erstmal dein Dings ab, da kannst du nicht. Mach ab, dann bist du dort gestorben so. Was? Ich hab ihm gesagt, ich muss Wasser bringen, dein Gesicht waschen. Dann sie sagt, das ist nicht mein Typ. Ach so. Okay. Ich hab ihm das gesagt. Machst du? Ihr Gesicht waschen und danach. Ist sie geschminkt oder was? Ja. Wo ist ihre Schminke? Guck mal, sieht aus wie. Wie redest du mit ihr? Red doch normal mit ihr. Sie kommt direkt und unsere sprechen so. Wie ein Kind redest. Red mal wie ein Mann. Sie sollte doch was dazu sagen. Wir haben zweimal absolute Snow. Ach du Scheiße, Bruder. Wo sind wir? Bei ihr. Hi. Hi. Stell dich mal vor. Acilia, 19, Türke. Acilia, 19. Der hat auch Türke. Woher kommst du? Saarland, einfach nur Saarland. Saarland? Reicht. Mhm. Was bist du für eine Landsfrau? Türken. Okay, krass. Du bist nicht vergeben? Nein. Ist für dich okay, dass wir es veröffentlichen? Ja. Check ihn mal ab von oben bis unten. I've been really trying, baby. Boah, Palm Angels Hose, Cousin. Die wollte ich mir auch holen, Cousin. So, jetzt sag uns, würdest du ihn... 2016. Daten, ja, nein, begründe es. Nein. Nein? Absolut nein, sogar sein Augenzwinker gerade nein. Sein Augenzwinker? Was gefällt dir nicht an ihm? Ich weiß nicht, sein Style und so nicht meins. Sein Style? Ja. Was sind deine Typen? So Latinos und muss so gekleidet, so Gentleman-mäßig. Wie findest du ihn? Willst du ihn daten? Ja. Film ihn mal einmal. Komm mal her kurz, würdest du sie auch daten? Ja, natürlich, Bruder. Warum? Bruder, erstens gibt es nur schöne Menschen auf der Welt. Und ihr Charakter scheint auch Gold zu sein, deswegen kann man... Patron, du bist so ein schlimmer Finger, du Wichser, Digga. Der ist so ein schlimmer Finger, der Patron, gell? Ich will nicht wissen, was immer nach diesen Videos da abgeht. Die sagt Mexikaner, Bruder. Der spricht fließend Mexikanisch, glaub mir. Ich kann nur sagen, dass nur ein positives Ja ist. Mr. Lava Lava. Okay, gut. Wir haben aber ein Nein von dir, also was ihn angeht. Hören wir uns die Meinung von drüben an, okay? Stell dich mal vor. Ismail aus Afghanistan. Okay, yeah. Ismail. Der ist doch auch so ein bisschen Latino, oder Dreis? Der könnte schon als Latino durchgehen. Eins im Chat. Ismail. Check sie mal ab von oben bis unten. Die passen schon, Digga, ich sag euch ehrlich. Ismail, würdest du sie daten? Ja, nein, begründe es. Alhamdulillah, nein. Was? Lüge! Warum Lüge? Weil ich ihn gekoppt habe. Weil du ihn gekoppt hast? Ja. Er wird dich safe daten, oder? Warum nein, Bruder? Was ist unten? Steht da? Lüge! Doch, mit denen zu tun! Doch! Wir sind Muslim, Bruder. Warte, warte. Was? Bruder, wir sind Muslim. Wir fragen so eine Frau mit Kopftuch. Nicht so. Was sagst du dazu? Wenn die könnten, die würden jeder. Seine Haare sehen aus wie Yum-Yum-Nudeln. Nein, wenn du so ein bist, dann komm in die Ecke, Walla. Walla. War er nicht gerade noch mit wir sind Muslim? Und jetzt sagt der Bruder, wenn du so ein bist, dann komm in die Ecke. Bruder, diese Videos, gell? Bruder, diese Videos tun meiner Seele nicht gut, Digga. Ich sag euch ehrlich, Digga. Ich will dir niemals geben. Was hast du in deinem Mund? Was sie in ihrem Mund hat? Was hast du in deinem Mund? Das ist ein Zungen. Das ist ein Zungenpiercing. Kaugummi oder was? Der Bruder ist gekommen.
Der Bruder ist gekommen. Er ist gekommen, Digga. Kinder, die haben von nichts Ahnung. Beste Mann, ja, ich hab Ahnung, ja, ja. Weißt du was? Ja, ich meinte, was der an Zunge hat, was macht die andere? Was meint der dann? Was meint der? Ich weiß es nicht. Was? Meint der Puppi Lutschen? Puppi Lutschen. Was? Puppi Lutschen meint der. Ganz normal, wie macht. Stell dir mal vor, du bist so Mitte 20. Und du sagst Pipi Lutschen. Du sagst ja Pipi Lutschen. Hey, bist du mein Pipi Lutschen? Macht man das? Du wirst sogar noch geiler, hart, wenn man es hat. Ja, ist nicht so, ne? Das bleibt ja nicht für immer, das ist nur dieses Ding da. Wie heißt das? Das ist kein richtiges Tattoo. Nein, nein. Alles gut. Auf Wäsch bestellen. Bruh. Auf Wäsch bestellen? Ja. Auf Wäsch bestellen. Ja, Bruder. Sagst du es zu mir? Bruder, den Witz, den gibt es seit 12 Jahren auf Wäsch bestellt und du hast ihn nach 12 Jahren immer noch falsch ausgesprochen, Bruder. Das ist krass. Auf Wäsch bestellen, Bruder. Heftig. Vielleicht neue Seite. Alibaba Express. Schmick dich mal ab, ey. Dann werden die Leute entscheiden. Wallah billah. Red nicht mit deinem Fake, wie heißt Wimper? Was nochmal weiter? Nee, mit Fake Wimper. Deine Schuhe sind von AliExpress. Boah! Der ist besoffen. Ich? Nein, ich habe mal 9 Stunden gearbeitet. Der war arbeiten. Ja, ich bin nicht wie euch. Hier rumlaufen und die Jungs. Schreit mal hier. Wir kommen nicht von hier. Schreit mal, was macht ihr hier? Was habt ihr hier zu suchen? Was essen könnt ihr auch zu Hause essen. Ja, was heißt das? Ja, ich recht, oder? Dann bist du auch jeden Tag hier, wenn du musst. Psychische Erkrankungen entwickeln sich in Deutschland zu. Wow, was hat der für einen Schweißfleck, Cousin? Was ist mit seinen Achseln passiert? Volkskrankheit. Bruder. Du siehst aus wie ein Taxifahrer auf Entzug. Du siehst wie ein Hehe aus, der... Du siehst wie ein Hehe aus, der... Bruder. Guck mal, ich wollte ja auch meiner Wort sagen, billige Hose, aber die hat leider ihre Hose zu Hause vergessen. Sorry, ich muss sorry sagen. Sorry, sorry. Not like yours. I can your teacher. What are you talking about? Komm. Ey, guck mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ihr seid alle in den Lockenwickler gefallen. Die haben ihre Haare gemacht wegen euch. Da, auf so locker. Bruder, ich muss aus Frankfurt weg, Bruder. Ich sag das seit 2 Jahren, Bruder, aber ich bin immer noch in diese gleiche Scheiße hier, Digga. Ich muss hier weg, Bruder. Ich bin auch sprachlos gesenkt. Das ist. Ich weiß nicht, was ich. Digga, das ist ein Hass. Du kleiner Hass. Warum sagst du dann, wer bist du? Das ist Spaß. Dann geh nach Hause, wenn du keinen Spaß verstehst. Hier sagt jeder was, aber musst du nicht alles ernst nehmen. Bist du, voila, wenn du keinen Spaß verstehst, geh nach Hause. Wir sind jetzt bei der letzten, es war sehr lang. Stell dich mal vor. Ich heiße Berfin, ich bin 17 und komme auch aus Saarland. Ist okay für dich, dass wir es veröffentlichen? Ja. Okay. Berfin, check ihn mal ab von oben bis unten. Würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe es. Ich sag nein. Nein? Was redest du? Hallo, schub sie mich. Weil der ist ein bisschen zu hell. Er ist zu hell? Ja. Sieht was? Sieht aus wie ein deutscher Putsche. Muss so aussehen wie ein Zuhörer. Okay, also haben wir ein Nein. Was sind deine Typen? Ich stehe eher so auf Kurden, Türken, so.
Okay. Gut, wir haben ein Nein. Wir hören uns die Meinung von drüben an. Rodrigo, stell dich mal vor. Ich bin Dadan, 21. Okay, Dadan. Check sie mal ab von oben bis unten. Sieht schon stramm aus. Warte, warte doch mal. Das machen wir dann. Der sieht ein bisschen aus wie Tolga, Digga, mit der Ding. Dadan. Dardan, würdest du sie daten? Ja, nein, begründe. Natürlich, ja. Inshallah, ja, Bruder. Ja? Inshallah, aber sie hat nein gesagt, Bruder. Aber egal. Leider, was soll ich sagen? Egal, ich bin kein Fighter für wie, Bruder. Bruder, ich sag dir ehrlich, wenn sie nicht will, ist egal, Bruder. Sie kann auch andere haben, Bruder. Ich bin nicht sauer. Aber du datest sie trotzdem? Ja, ich würde sie trotzdem traden. Boah, sehr korrekt. Sehr korrekt. Wirklich. Krass, Dardan, korrekt, dass du die traden würdest. Ja, Applaus. Nice. Wir haben es geschafft. Das war Frankfurt Tinder. Wir haben es geschafft. Frankfurt ist mein Wohnzimmer. Frankfurt! So glücklich, dass diese Videos nur einmal die Woche rauskommen. Wichtiger und richtiger Hase.